Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video das nächste große Thema an. Das sind Exceptions, zu Deutsch Ausnahmen. Nachdem wir uns eben in den letzten Videos hauptsächlich mit Klassen beschäftigt haben und wie wir Klassen strukturieren können und welche Möglichkeiten es über Vererbung gibt und Kapselung. Ja, fangen wir direkt mit einem Beispiel an. Wir haben hier die Main-Funktion und diese Main-Funktion soll eine Funktion a aufrufen. Die generiere ich mir einfach mal hier. Und innerhalb dieser a-Funktion schreibe ich hier in a vor b und rufe hier eine Funktion b auf. So, und was ich hier mache, ist jetzt eigentlich das Wesentliche. Ich löse eine Exception mit dem Throw-Schlüsselwort aus. Das Ganze sieht so aus. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Ich habe hier das sogenannte Throw-Schlüsselwort genutzt. Und nach diesem Throw-Schlüsselwort wird eben etwas erwartet, was eben direkt vom Typ Exception ist. Und hier habe ich das eben genauso gemacht, dass ich hier eine neue Exception instanziert habe. Wenn wir auf diese Exception schauen, dann sehen wir, eine Exception ist eine ganz normale Klasse, die eben von einem Interface, und ich glaube auch das ist ein Interface, aber ein .NET in, nee, es ist nicht mal in, es ist ein öffentliches Interface. Anyway, wir sehen, eine Exception ist erstmal eine ganz normale Klasse, die eben hier einige Konstruktoren definiert. Und wir sehen hier eben, dass wir auch einige Daten haben, auf die wir zugreifen können, auf diese Getter und Setter. Und hier haben wir eben, das ist erstmal wichtig, die Message und den Stack Trace. Das sind so die wichtigsten Sachen, über die man sich im Klaren sein sollte, was eine Exception mitträgt. Das schauen wir uns später aber noch im Detail an. So, und wenn eben diese Exception hier geschmissen wird, dann sehen wir, passiert etwas sehr Interessantes. A nach B. In Main nach A. Ich habe schon in vorherigen Videos erwähnt, dass man eben Exceptions A ist es ein Kontrollflussmittel, das heißt, es ändert den Programmablauf, wenn eine Exception auftritt. B ist jetzt aber hier interessant für mich, welche dieser Konsolenausgaben kommt denn eigentlich wirklich an, bevor diese Exception geworfen wird. Und jetzt sehen wir uns mal an, was hier eigentlich genau passiert. Wir backen einmal durch. Wir gehen hier in Funktion A und sehen, aha, dieses in A vor B wird offensichtlich noch ausgegeben. Das sehen wir auch hier auf der Konsole. Wenn wir zurückgehen, sehen wir jetzt, ha, innerhalb von B tritt jetzt dieser Fehler auf. Und wenn, was wir hier sehen, ist eben, wenn wir typischerweise mit Visual Studio arbeiten und dort eben einen Fehler machen, dann sehen wir eben hier immer genauso ein Fenster. Und da habe ich ja schon in vorherigen Videos mal gesagt, ja, das ist hier eine Exception. Und genau das haben wir jetzt eben mal händisch ausgelöst. Wir sehen hier eben, aha, das Fehlerfenster, hier ist eine Exception aufgetreten. Und die sorgt letztendlich dafür, dass unser Programm abstürzt. Das heißt, es ist mir nicht möglich, dass ich hier an dieser Stelle weitermache, wenn ich behende auf Start bzw. Continue drücke. Das geht nicht, er kommt hier nicht weiter. Ich muss das Programm tatsächlich abbrechen, damit ich wieder zum Editieren komme.
Und wir haben gesehen, wir kriegen sozusagen nur diese Konsolenausgabe heraus. Alles, was im Ablauf gesehen nach diesem Funktionsaufruf von B folgt, also diese Konsolenausgabe und diese Konsolenausgabe, die kommen nicht mehr vor. Warum ist das so? Dazu schauen wir mal kurz ins Skript. Da habe ich nämlich dieses Szenario auch nachgebaut und hier nochmal visualisiert, was eigentlich passiert, wenn wir eine Exception auslösen. Wird eine Exception ausgelöst, wird nach einem sogenannten Try-Catch-Block gesucht. Das ist hier nicht der Fall. Wir sehen später Try-Catch-Blöcke, wie man sie aufbauen kann. Aber im Prinzip haben wir erstmal hier in diesem Codebeispiel keinen Try-Catch-Block. Es wird aber dennoch, wenn eine Exception geschmissen wird, danach gesucht. Zunächst wird erstmal versucht zu schauen, ist innerhalb der Funktion, in der diese Exception ausgelöst wurde, ein Try-Catch-Block? Wir sehen hier offensichtlich nicht. Nein. Und jetzt kommt der Kontrollfluss des bei Exceptions. Wir machen dann nicht einfach weiter im Code, das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Wenn Exceptions auftauchen, wird die Code-Ausführung, die Anweisungen sofort hier zum sozusagen abgebrochen und wir gehen den Schritt sofort zum Aufrufer der Funktion. Das heißt, wir befinden uns hier jetzt in Funktion A, suchen hier nach einem Try-Catch-Block. Auch hier finden wir keinen. Deswegen gehen wir von diesem Aufruf, wir sehen, es wird Console-WriteLine in Funktion A nach Aufruf nicht mehr ausgeführt, sondern wir gehen jetzt sofort wieder hoch zu diesem Aufrufer und das ist eben jetzt die Main-Funktion. Und das ist der Einstiegspunkt in unser Programm. Wenn dieser Einstiegspunkt ebenfalls keinen Try-Catch-Block bietet, um diese Exception zu fangen und zu verarbeiten, dann sorgt das für den Abbruch unseres Programms. Und das war auch der Grund, warum wir quasi beim Auftreten dieser Exception in Visual Studio nicht mehr weiterlaufen konnten. Also wir sehen einerseits, wenn Exceptions geworfen werden, ändert das den Kontrollfluss. Bestimmte Ausgaben, oder Anweisungen besser gesagt, die ich hier eben getroffen habe, die werden nicht mehr gemacht. Stattdessen wird nach einem sogenannten Try-Catch-Block zur Behandlung gesucht. Hier ist es vielleicht nicht so wichtig, dass Konsolenausgaben mit auf der Konsole ausgegeben werden. Das ist auch bloß ein exemplarisches Beispiel. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Datenbank mit mehreren Tabellen und Sie versuchen nach und nach eben diese Tabellen mit bestimmten Werten, die Sie beispielsweise aus einer Berechnung gezogen haben, zu füllen oder Daten in diesen Tabellen zu speichern. Und wenn Sie bei Tabelle 3 von 5 beispielsweise eine Exception bekommen, Exceptions zeigen ja immer bestimmte Fehler an, dann muss Ihnen klar sein, dass Tabelle 4 und 5 nicht mehr gefüllt werden. Also Ihre Datenbank befindet sich dann beispielsweise in einem inkonsistenten Zustand, den Sie möglichst vermeiden sollen. Die Hilfe daraus wäre eben der sogenannte Rollback, dass die Daten auf den Stand vor der Speicherung gebracht werden. Und das muss Ihnen einfach bewusst sein, sobald eine Exception auftritt, haben Sie das Potenzial, dass bestimmte Funktionalität nicht ausgeführt werden wurde, manche vor der Exception aber schon und sich dadurch ihr komplettes System, ihr Programm in einem inkonsistenten Zustand befindet, wenn sie diese Exception fangen und nicht richtig verarbeiten. Gehen wir nochmal ganz kurz zum Ende des Videos hier auf diesen Ausdruck zurück. Ich habe hier jetzt direkt den Punkt Exception genommen. Wir können hier auch eigentlich mal eine Nachricht mit dazu nehmen. Hier schmeiße ich mutwillig einen Fehler zur Demonstration. Wenn ich das hier so angebe, dann, und wir laufen mal bis zu diesem Punkt, zu diesem Funktionsaufruf, ich lasse hier jetzt
eben diesen Fehler erkennen, dann sehen wir eben, dass wir diese Message sozusagen, die wir hier mitgegeben haben, auch hier eben im Exceptions-Text wiederfinden. Und das ist auch das, was man üblicherweise machen sollte. Wir finden hier eben einen Prosa-Text, der immer beschreibt, warum eine Exception bzw. ein Fehler aufgetreten ist, warum wir den geworfen haben. Und das Zweite, was noch geht, ich kann mir hier, wie man sieht, den sogenannten Stack Trace ansehen. Das sind, was ist der Stack Trace? Und das ist einfach der Call Stack, den wir, also die Aufrufreihenfolge der Funktionen, die eben zu unserer Exception geführt haben. Und wir sehen hier, hier wird eben unser Hauptthread gestartet mit eben, also das hier sind alles .NET-Methoden, die letztendlich dazu führen, dass unser Program Line 9 hier aufgerufen wird. Das ist unsere Main-Funktion. Und Funktion oder Line 16 ist eben unsere Funktion A und hier eben in 22, da können wir auch nochmal rüberschauen, dann sehen wir es genauer. Das ist eben der sogenannte Call Stack, der im Stack Trace mit abgebildet wird. Das heißt, wir können direkt sehen, welche Aufrufreihenfolge hier zum Problem geführt hat. Wir sehen, hier ist die Zeile 22, hier ist Zeile 16 in Funktion A und hier ist eben Zeile 9, wo wir innerhalb von Main die Funktion A aufgerufen haben. Und diesen Call Stack sehen wir übrigens auch hier unten. Hier sind nochmal diese ganzen .NET internen Methoden, die aufgerufen werden. Diese Native to Manage Transition heißt im Prinzip, dass wir hier von nativen Code, den ja die CLR bereitstellt, also die Common Language Runtime ist natürlich in C++ geschrieben. Und hier gehen wir dann sozusagen über in den Managed Code von C#, das ist unsere Main-Funktion, hier und die Funktion A und hier die Funktion B. Und dieser Call-Stack wird eben sukzessive auf- und abgebaut. Das heißt, würde hier keine Exception geschmissen werden, sondern eben diese Funktion ganz normal durchlaufen und wäre irgendwann vorbei und wir kommen irgendwann zu dieser Anweisung in Funktion A hier an. Dann würde Funktion B eben beendet werden und vom Call-Stack wieder abgetragen. Und wir würden uns wieder hier in Funktion A befinden, die dann eben den obersten Punkt in diesem Call-Stack darstellt. Und dieses Stack-Verhalten ist eben typisch für die Datenstruktur-Stack. Das ist letztendlich auf Deutsch ein Stapel und wenn was Neues hinzukommt, wird es eben oben auf diesen Stapel abgelegt. Eben wenn ich eine neue Funktion aufrufe, kommt die oben auf den Stapel drauf. Hier eben Funktion B über Funktion A. Und wenn Funktion B erfolgreich abgeschlossen wird, kommt sie eben das oberste Element wieder von diesem Stapel weg. Okay, und das sind eben diese beiden wichtigen Sachen, die wir hier sehen. Also die Exception kann eben eine Nachricht entgegennehmen. Schauen wir nochmal kurz rein. Wir haben eben diesen Konstruktor hier benutzt letztendlich. Und diese Message wird uns eben auch als Fehlerindikator, wie wir sehen, in Visual Studio angezeigt. Das ist unser Prosa-Text hier. Und der Stack Trace, wie ich gesagt habe, dieser enthält eben den Call-Stack, als die Exception ausgelöst wurde. Also Trace ist eigentlich bloß, ich glaube, so eine Art Hinweis letztendlich, würde man es auf Deutsch etwa übersetzen. Und aus diesem Hinweis kann man eben rauslesen, welche Funktionsaufrufe letztendlich zu dieser Exception geführt haben. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben gesehen, wie man Exceptions auslöst. Im nächsten Video schauen wir uns natürlich an, wie man Exceptions, diese Fehler, behandelt. Bis bald.